Sicher ist es Ihnen auch schon einmal aufgefallen. Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, lassen viele Bäume ihr Blattwerk welken und anschließend herabfallen. Zahlreiche Wanderwege sind dann mit gelben oder roten oder braunen oder rotbraunen oder rotgelben oder auch mal grüngelben Blattelementen verunstaltet. Ein Umstand, den es den Wanderfreunden unter uns besonders schwer macht. Aber auch für die fahrradfahrenden Mitbürger bedeuten diese Blätter einen massiven Einschnitt im Bereich des Vorwärtskommens. Warum aber verzichten so viele Bäume im Herbst auf ihr grünes Kleid? Amerikanischen Wissenschaftlern ist es nun gelungen, den Grund für dieses Phänomen herauszufinden. Wegen eines genetischen Defektes verlieren die Blätter ihre Farbe und verlassen, nunmehr der Photosynthese überdrüssig geworden, ihren angestammten Platz am Zweig. Wie man hört, arbeiten die Wissenschaftler fieberhaft an einer Lösung, die jedoch noch der Entschlüsselung des zuständigen Genes bedarf, um dieses anschließend zu modifizieren. Derweil drängt sich beim Wanderer der Verdacht auf, dass mit Fortschreiten des Jahres mehr und mehr Blätter die Wege bedecken und unsere Parkbänke beschädigen. Viele Vögel finden aufgrund der Laubmassen keine Nahrung mehr auf den Erdböden und müssen ihre Nester aufgeben, da der kahl gewordene Baum kaum Schutz vor dem Regen bietet. Deshalb ziehen es einige Vögel inzwischen vor, den Winter in südlicheren Gefilden zu verbringen. Im Straßenbereich unserer Städte bietet sich alljährlich ein ähnliches Bild. Demolierte Kraftfahrzeuge, von Fruchtbestand zerbeulte Karosserien und adäquates Unbill. Vielerorts versinken ganze Straßenzüge im besonders gefürchteten Kastanienabwurf, sowohl des Blattes als auch der Frucht, welche im Besonderen den parkenden Automobilen Schaden hinzufügt, aber auch den Straßenbelag nachhaltig schädigt. Diese rundlichen Früchte stammen von der Kastanie, die als eine geradezu gemeingefährliche Baumart gilt. Bei Neuanpflanzungen verzichtet man daher auf sie. Aber auch Fußgänger und Radfahrer leiden unter dem Abwurf der hinterhältigen Straßenbäume, die den Gesetzlosen gleich in stoischer Gelassenheit ihr Treiben fortsetzen. Autsch! Die Unfallgefahr ist laut Gutachten des Bundesministeriums für Verkehr gerade zur Herbstzeit um ein Vielfaches höher. Und besonders hier leiden auch die ungeschützten Radfahrer besonders darunter, im Speziellen, ne? All überall Blattabwurfschäden. Das artgerechte Zurechtstutzen der Äste kann als eine vorübergehende, wenn auch kostspielige Maßnahme gewertet werden. Die Einrichtung sogenannter Blattbestandsabwurfzonen ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, den es auszubauen gilt. Leider halten sich vielfach Bäume kaum oder nur unzureichend an die mit Zäunen gekennzeichneten Abwurfgebiete. Den Bäumen die Disziplin näher zu bringen, obliegt der Zuständigkeit unserer Gemeinden und Kommunen. Für diese bedeutet das einen hohen Einsatz im Blick auf Finanz- und Arbeitsaufwand.
Baumschulen, in denen Bäumen ein ordentliches Benehmen beigebracht wird, bleiben eine hoffnungsvolle Option, deren Erfolg aber zugleich beim älteren Baumbestand angezweifelt werden muss. Oft hilft dann nur noch das konsequente Anwenden diverser Sanktionsmechanismen. Vielerorts sind unsere Kommunen deshalb stark damit beschäftigt, den Baumbestand zu dezimieren und Wildwuchs zu eliminieren. Der Herbst ist auch traditionell schon so eine Art Jahreszeit der Häuserbauern. Die neu geschaffenen Freiflächen könnten eine positive Wandlung erfahren in Gestalt von neuer Wohnbebauung. Hier wird zusätzlich ein Mehrwert geschaffen mit dem Nebeneffekt, zugleich unsere Kommunen von der unsäglichen Baumpflege zu entlasten. Unkooperativen Bäumen droht mittlerweile laut einer Verordnung, die der Bundestag im letzten April beschloss, die Umwandlung in Bauholz und in letzter Konsequenz die totale Abholzung oder die Verbretterung, wie das der Fachmann nennt. Doch auch die Evolution schläft nicht. Einige Baumarten haben damit begonnen, auf eigene Faust Bretter auszubilden, um die Menschen wie Bauherren milde zu stimmen und dem Kahlschlag zu entgehen. Dieser Baum hat sich mit seinem Präsent an die Bauwirtschaft geradezu übernommen und einen Großteil seiner selbst zur Verfügung gestellt. Der Einsatz funktionaler Alternativen zu den herkömmlichen Stadtbäumen wird in einigen Kommunen bereits getestet. Die letzten Rückzugsorte für Bäume sind solche parkähnlichen Anlagen, die der Fachmann auch als Wald bezeichnet. Ich verabschiede mich hier aus meinem Studio. Auf Wiederschauen. Naja, ich war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und bums, lag ich auf der Schnauze. Heute Kommune versagt. Beim Ordnung halten. Und jetzt? Oberschenkelhalsbruch und Frühverwendung. Prost Mahlzeit.